Hallo und herzlich willkommen im Wald am rauschenden Bächlein. Wir hatten uns jetzt ein bisschen unterhalten vor einer Weile, ob denn die Jagd sinnvoll und notwendig eben entsprechend ist. Und vielleicht wisst ihr es noch, mein Fazit war, sie ist auf jeden Fall notwendig. Also es spricht auf keinen Fall irgendwas gegen die Jagd. Meines Erachtens wirklich überhaupt nichts. Allerdings gäbe es Reformbedarf, habe ich gesagt. Ich habe aber nicht gesagt, welchen. Und das war der Punkt, an dem ich diverse Zuschriften bekommen habe. Und ich zitiere, ich soll doch mal Butter auf die nicht vorhandenen Fische geben. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte die Fische vergessen, wie ich mehrfach an verschiedenen Stellen darauf hinweise, dass die Fische fehlen. Egal, jedenfalls. Und nachdem ich Butter auf die Fische gegeben habe, mal erklären, ja wie denn bitteschön die Jagd reformiert werden sollte. So, dazu zwei Dinge. Erstens. Ich bin nicht der eine maßgebliche Experte in Deutschland, der tatsächlich weiß, wie die Jagd reformiert werden soll. Da gibt es meiner Meinung nach sowieso niemanden, der das genau wüsste. Aber es gibt einen Haufen Leute, die da sicherlich an der Lösung näher dran sind als ich. Ne? Ich bin lediglich der in diesem Fall so ein bisschen journalistisch tätige Forstwissenschaftler, der hier im Wald hockt, der sich mal die Mühe gemacht hat, alle guten und schlechten Argumente, die es diesbezüglich gibt, ein bisschen zusammenzutragen. Ne? Also ich kenne die Lösung wirklich nicht. Ich werde meine Meinung zu den einzelnen Punkten schon zum Besten geben. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass meine Meinung dazu unbedingt zwangsläufig die richtige ist. Bei anderen Themen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Bei diesem Thema, nö. Ne? Das ist dann mehr oder weniger eher als Auflockerung zu verstehen, dass ich da mir anmaße, meine Meinung kundzutun. Dafür reicht meine Qualifikation, denke ich, schon aus, dass ich zumindest mal vorsichtig eine entsprechende Meinung haben darf. Aber unter Vorbehalt, dass das nicht zwingend die richtige sein muss. Und das Zweite, ruhig bleiben. Hört ihr das Wasser plätschern? Und den Vogel. Alles ganz harmonisch. Ne? Also kein Grund, entsprechend Schuss, Blank oder sonstige Waffen entsprechend auszupacken und hier aufeinander loszugehen. Auch die Nichtjäger. Ne? Also bitte nicht mit dem Brokkoliwerfer entsprechend ins Felde ziehen. Oder ja, ich mache mich ja wieder über alle Beteiligten lustig. Nichtsdestotrotz. Man darf es doch mal diskutieren, ne? Und im Zweifelsfall einfach mich, ihr könnt mich nicht stillschalten und das Wasserrauschen weiter anhören. Dann macht den Wasserhahn an, macht das Video leise und stellt euch vor, ihr würdet den Bach im Hintergrund rauschen hören, wenn die Emotionen hochkochen. Das wäre vielleicht dann noch eine Möglichkeit. Okay, kommen wir zum Thema. Die Sache ist die, wir haben im Prinzip so ein bisschen klischeehaft und total plakativ die zwei Extremlager auf der einen und auf der anderen Seite. Mit den zwei Extremmeinungen. Und die möchte ich jetzt mal möglichst krass und aggressiv und übertrieben darstellen. Ich sage gleich dazu übertrieben. Ja, das meine ich ganz bestimmt nicht ernst. Weder das eine noch das andere Lager, die gibt es schon, aber diese beiden Extrema sind meiner Meinung nach ganz bestimmt nicht in irgendeiner Form Teil der Lösung. Regelt es jetzt? Oh, ein bisschen. Wird wahrscheinlich zeitnah hoffentlich wieder aufhören, weil sonst ärgere ich mich sehr. Also, wir haben zum einen mal die unbelehrbaren Traditionalisten, die der Meinung sind, die Jagd hätte überhaupt kein Problem und so wie man das seit mindestens 100 Jahren entsprechend gemacht hat, so ist das wunderbar und so sollte man das entsprechend weitermachen. Oder sagen wir mal seit 90 Jahren, 80 Jahren, so irgendwas so um den Dreh. Ne? Und ein Problem existiert, wenn überhaupt nur dadurch, dass die Landwirtschaft schuld ist, weil sie zu viel Mais anpflanzt, dass eventuell der Klimawandel schuld ist, weil er halt eben zu viel Futter für Wildsäue zur Verfügung stellt und so weiter und so fort. Ja, aber da kann ja der Jäger nichts dafür und die Art und Weise, wie gejagt wird, ist nach wie vor eben ideal und man müsste eigentlich eher zurück zu den alten Traditionen und diese ganzen neumodischen, blödsinnigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die soll man nach Möglichkeit völlig ignorieren, ne? Und wieder so gut wie früher halt eben entsprechend. Ne? Und Naturschutz, ja, so weiter halt eben noch damals, sowieso schon damals vorgesehen war, dann kann man sich noch dran halten, aber noch mehr davon braucht man ganz bestimmt nicht. So, das wäre jetzt also die eine Extremposition.
Wenn ihr dazu euch noch irgend so einen klischeehaften grünen Kerl mit grünem Hut, Gewehr über der Schulter und Dackel entsprechend vorstellen wollt, also so den Archetyp des Prähistorischen, würde ich ihn jetzt mal nennen wollen, Vertreter der Jägerschaft, dann habt ihr so ungefähr dieses eine Extrem. Das andere Extrem ist dann der neumodische, sogenannte ökologische Jäger, der sich zwar als ökologisch bezeichnet, aber alles totschießen will, was nicht bei drei auf dem Baum ist, vorzugsweise Arten, die überhaupt nicht auf dem Baum klettern können. Da ist die Position, dass man zwar nicht unbedingt mehr Arten jagen möchte, sondern eher weniger, sondern genau genommen nämlich nur noch ungefähr circa drei, es sei denn, man befindet sich im Alpenraum, dann wären es noch vier, dann kommt noch die Gams dazu. Beim Steinbock können wir uns noch mal ein bisschen streiten. In Deutschland ist er ja sowieso so gut wie gar nicht vorkommend. Ich weiß gar nicht, gibt es welche? Weiß das jemand? Das bin ich überhaupt nicht auf dem Laufenden. Egal, jedenfalls Gams, der noch interessant. Und ansonsten Rehwild, Schwarzwild, Rotwild entsprechend. Ne? Das wäre zu bejagen. Und da will dieser radikale ökologische Jäger mit der Wald-vor-Wild-Philosophie entsprechend die Biomasse reduzieren. Sprich, da muss weg, was irgendwie geht. Wie man die dann bejagt? Naja, schon so, dass sie halt nach Möglichkeit jetzt nicht unbedingt furchtbar leiden müssen. Aber Hauptsache, sie sind weg. Ne? Also mit Maschinengewehr, wenn das funktioniert, dann wird man auch das Maschinengewehr nehmen, entsprechend Halbautomaten noch und nöcher mit unbegrenzt Munition unten dran und solche Späße. Ne? Also wenn da fünf Rehe vorbeikommen, dann werden auch fünf Rehe geschossen und so weiter und so fort. Und es ist erstmal im Prinzip wurscht, ob Männlein, Weiblein, es ist Biomasse, muss weg. So, das wäre jetzt also das andere entsprechende Extrem aus der, wir haben viel zu viel Wild und absolut zu viel und alles muss weg. Philosophie. Ne? So, das sind die beiden Extremer. Keins davon halte ich für eine gute Idee. Halte ich beides für nicht durchsetzbar. Das eine ist hoffnungslos veraltet und ignoriert einfach vorhandene Probleme, weil man sie nicht sehen möchte. Keine gute Idee. Das andere ist viel zu extrem, um durchsetzbar zu sein. Potenziell würde das funktionieren, davon bin ich überzeugt, weil dafür bin ich zu sehr Forstwissenschaftler. Das stammt ja schon so ein bisschen auch aus der wissenschaftlichen Ecke. Ich halte es aber einfach für viel zu extrem. Das ist einfach nicht durchsetzbar. Da fehlen Ressourcen, da fehlen meiner Meinung nach der Wille, das überhaupt durchzusetzen. Und da fehlen ja auch die Leute, die das dann eben entsprechend auch machen wollen. Und ich denke, auch bei der Bevölkerung wird das Verständnis für so einen extremen Abschuss nur in kleinen Teilbereichen entsprechend gegeben sein. So, deswegen beides sicherlich keine so gute Idee. Das heißt, wir suchen jetzt mal eine Lösung, eine mögliche Lösung, eine grob umrissene, skizzierte Lösungsblase irgendwo dazwischen. Ne? Nach Möglichkeit, vielleicht sogar in der Mitte. Ich persönlich bin ein großer Freund von, nachdem man mal die Extremmeinungen abgesteckt hat, einen in der Mitte Kompromiss zu suchen. Ne? Das hat sich bisher in meinem Leben als meistens ganz gute Idee erwiesen. Es sei denn, es waren Frauen beteiligt. Da funktioniert Logik leider nicht. Entschuldigung. Nein. Aber doch. egal. Jedenfalls, wir haben folgende Probleme. Fangen wir mal mit einem Problem an. Da besteht Konsens. Ne? Zwischen allen Fraktionen innerhalb der Jägerschaft sind sich, also bis auf vielleicht so ein paar kleine Extremisten, sind sich doch zumindest die großen Jägervertretungen, wir haben da den ökologischen Jagdverband und den deutschen Jagdverband, beziehungsweise vom ökologischen Jagdverband gibt es, glaube ich, mehr oder weniger einen bundeseinheitlichen, der ist noch so klein, dass da jetzt nicht Landesunterverbände notwendig sind. Beim deutschen Jagdverband, da hat jedes Bundesland nochmal seinen eigenen. Jedenfalls herrscht zwischen diesen Jägerinteressenvertretungen, nennen wir sie mal Jagdgewerkschaften, könnte man sie auch nennen, relativ viel Konsens, dass wir zu viel Schweine haben. Das bezweifelt eigentlich niemand, der Rang und Namen hat. Ne? Also Schwarzwild ist zu viel, das ist das Problem Nummer eins und da besteht halt eben entsprechend ziemlicher Konsens. So, dann haben wir vielleicht, das ist jetzt schon kein Konsens mehr, zu viel Reh- und Rotwild. So, und da muss man jetzt unterscheiden, haben wir wirklich zu viel Reh- und Rotwild
Oder haben wir zu viele Schäden durch Reh und Rotwild? Und für die jagdlichen Laien unter uns, beziehungsweise interessierten Laien, sage ich jetzt mal so, Jäger, also zumindest die Revierinhaber, sind verpflichtet, Schaden, der durch Wildverbiss entsteht, zu ersetzen. Ne? Also teuer wird es, insbesondere wenn irgendwelche Felder umgegraben werden, wenn irgendwie die Ernte gefressen wird. Nicht so teuer wird es, wenn im Wald selber irgendwelche Knospen abgebissen werden und so weiter und so fort. Juristisch bzw. wirtschaftlich ist das durchaus was, was hoch umstritten ist, weil man sich da wirklich sehr viel Gedanken dazu machen kann, was zum Geier ist überhaupt ein Schaden. Mal ein Beispiel aus dem Wald, für die Landwirtschaft kann ich nicht so viel sagen, beziehungsweise bei der Landwirtschaft ist es relativ eindeutig, wenn halbes Maisfeld weggefressen ist, dann ist die Hälfte vom Maisfeld der Schaden. Ne? Und was das dann wert ist, das muss man dann halt mit dem Bauer entsprechend verhandeln. Da gibt es selbstverständlich auch so irgendwelche kleinen Rahmendaten. Aber machen wir mal ein Beispiel aus dem Wald, sobald das Flugzeug vorbei ist. So, nehmen wir mal an, wir haben eine quadratische Fläche mit 100 Tannen angepflanzt. Ne? Die haben jeweils einen Abstand von 1 Meter. 1 Meter in die Richtung, 1 Meter in die Richtung, 1 Meter in die und 1 Meter in die und so weiter. Und das sind halt 100, ist ein schönes Quadrat mit entsprechenden Tannen. So, und jetzt ist die Rehdichte zumindest mal so, dass die Hälfte von diesen Tannen verbissen wurden. So, ist das jetzt schon ein Schaden? Kommt drauf an, wie oft sie verbissen wurden, ne? Und kommt drauf an, ob immer wieder dieselben verbissen wurden oder über mehrere Jahre hinweg, zum Beispiel mal die eine, dann die andere und so weiter und so fort, wenn alles gleichmäßig verbissen wurde. Wie hoch ist dann der Schaden? Der Schaden besteht dann ja quasi nur, in Anführungszeichen, darin, dass sich das Wachstum der Bäume ein geringfügiges bisschen verzögert. Weil einmal verbissen, alle gleichmäßig, da passiert erstmal überhaupt nichts. Ne? Alle haben noch die gleichen Ausgangsbedingungen. Wir haben dann immer noch genau das Gleiche, was wir angepflanzt haben. Es ist schlimmstenfalls halt eben das Wachstum um ein Jahr verzögert. Wobei ein einmal Terminalkrieb abbeißen jetzt nicht zwingend den vollständigen Jahreszuwachs vernichtet. Ne? Wir haben ja immer noch Wurzelwachstum, wir haben noch Seitentriebwachstum. Es ist jetzt nicht so, dass dann völlig das komplette Jahreswachstum für den Eimer wäre. Da könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, ja, dann kriegst du halt ein paar Cent. Weil viel mehr ist das, wenn man das jetzt rein nach forstmathematischen Wert eines Waldes Berechnungsmethoden entsprechend ausrechnet, ist das nämlich nicht viel mehr als ein paar Cent. Insbesondere in diesen jungen Jahren, eben entsprechend, wenn der Wald dann noch so entsprechend jung ist. Anders sieht es aus, wenn wirklich Bäume ausfallen. Da könnte man jetzt schon hingehen und sagen, okay, der wäre, wenn er nicht ausgefallen wäre und wenn er groß geworden wäre, sehr viel Geld wert und das musst du mir jetzt zahlen. Ne? Aber das ist ja auch Quark, weil es muss nicht der Gewinn ausgeglichen werden, sondern lediglich der Schaden. Ne? Also wenn das Ding zukünftig mal viel wert gewesen wäre, eventuell, das kann ja auch kein Mensch sagen, ob es wirklich dazu gekommen wäre, dann muss natürlich, und das ist auch sinnvoll, der Jäger nicht zahlen, was dann das Ding mal potenziell hätte wert sein können. Das wäre ja völlig utopisch, wenn das so ablaufen würde. Ne? Aber selbst nehmen wir mal an, einzelne Bäume fallen aus. Ist das ein Schaden? Das ist jetzt die Frage, die wir klären müssen. Weil, wenn man jetzt tatsächlich ein bescheuertes quadratisches Feld von Tannen hinstellt, was eine schlechte Idee ist im Übrigen, aber wenn man das macht, dann haben die untereinander einen gewissen Konkurrenzdruck. Man müsste früher oder später sowieso hingehen, um die schwächeren, schlecht wachsenden, nicht so vitalen, langsam wachsenden Tannen ohnehin irgendwie so ein bisschen aussondern. Müsste die mal raussägen. Das kostet Geld, das bringt meistens kein Geld. Man könnte jetzt also mit der Argumentation auch hingehen, dass sich die Rehe wahrscheinlich die schwächer wachsenden, die ohnehin nicht so schnell wachsenden Tannen rausschnappen, weil eventuell die anderen, die super vitalen, die später auch den kapitalen Baum geben, der viel Geld wert ist, die können trotz des Verbisses durch die Rehe den Rehen davon wachsen und somit werden durch die Rehe schon die stärksten Bäume sozusagen aus dem Kollektiv heraus selektiert. Wenn wir übrigens 100 Bäumchen gepflanzt haben, wir brauchen davon im Endbestand maximal 10. Maximal. Absolutes Maximum. Ne? Das heißt, wenn wir eh nur 10 brauchen, dann können ja 90 gefressen werden.
wenn es die 90 Schwächsten sind. Andererseits, was ist, wenn jetzt die Rehe aus irgendwelchen Gründen nur die vitalen Bäume anknabbern und sie die kümmerlichen Dinger da unten überhaupt nicht interessieren? Ne? Und wenn dann bei den vitalen Bäumen dann ein so starker Schaden entsteht, dass sie halt eben nicht mehr so vital aufwachsen können, oder wenn durch den Verbiss eine Krummerschaft entsteht, ne? Der dann auch wieder kein Geld mehr wert ist. Ich erzähle diesen ganzen Kram deswegen, weil einfach es durchaus nicht so einfach ist zu sagen, was zum Geier ist denn überhaupt ein Wildschaden. Wo fängt es an, dass es ein wirtschaftlicher Schaden ist? Ist echt schwer zu sagen. Das heißt, bevor wir diskutieren können, ob wir viel zu viel Wild im Wald rumspringen haben, müssten wir erstmal eine wirklich gute Methode finden, um überhaupt feststellen zu können, ob wir zu viel Wild im Wald rumspringen haben. Ne? Weil bisher ist das Wildtiermonitoring gerade so in Sachen, wie viele Viecher gibt es denn eigentlich im Wald, noch ziemlich im Dunkeln tappend. Da hat ein berühmter Vertreter des ökologischen Lagers, sage ich jetzt mal, mal gesagt, man kann nur tote Rehe zählen. Und das ist sicherlich eine etwas radikale Aussage, ist aber tatsächlich richtig. Alle Versuche bisher nachzuweisen, wie viel Wild überhaupt in einem Wald vorhanden sind, sind gescheitert. Es gibt dazu einen berühmten Versuch, der in der Wissenschaft häufiger zitiert wird. Da hat man eine Halbinsel abgesperrt. Ne? Also es gab keinen Landzugang mehr zu dieser Insel und hat in diese Insel einen Haufen Jäger reingeschickt, die dann mit einer Treibdrückjagd, was auch immer, Bewegungsjagd auf jeden Fall, Gemeinschafts- und Bewegungsjagd, alle schießen sollten, was auf dieser Insel drauf ist, an Rehen. So, das haben sie gemacht und die sind dann wieder runter auf einer Halbinsel und haben gesagt, da ist jetzt alles geschossen, was irgendwie da war. Danach hat man nach 2 Jahren diesen ganzen Prozess nochmal durchgeführt und man hat nochmal 74 Rehe geschossen. Und diese Insel war nicht besonders groß. Vielleicht waren es auch nicht 74 Rehe, aber es war eine erhebliche Zahl, eine wirklich erhebliche Zahl an Rehen, die man übersehen hat. Und wir wissen nicht, ob danach nicht immer noch welche da gewesen sind. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sind die Rehe rübergeschwommen und das wäre ein Verhalten, das man bisher noch nicht beobachtet hat bei Rehen. Oder die sind einfach unglaublich gut im Verstecken, ne? Und werden selbst bei gründlichster Bejagung einige immer noch entsprechend übersehen. Ja? Aber das ist nur ein Versuch. Das ist ein Indiz, mehr aber auch nicht. Also jetzt noch nicht ein Beweis, dass die Situation so wäre. Aber er wird viel zitiert. Ich finde ihn auch relativ eindrücklich. Es gibt auch bei anderen Tierarten so ein bisschen ähnliche Versuche, die man entsprechend auch schon gemacht hat. Ja, da zeigt sich dann teilweise ein ähnliches Bild, sofern denn halt eben es in der Biologie der entsprechenden Art liegt, sich gut verstecken zu können. Das kann so ein Reh definitiv. Andererseits muss man schon sagen, wenn es nicht möglich ist, dass von Natur aus Buchenwälder wachsen können in einem Wald, die ja die natürliche Vegetation sind, dann bin ich schon der Meinung, dass die Rehdichte bzw. die buchenverzehrendes Wilddichte dann schon zu hoch wäre. Weil es ist nun mal so, dass wir hier natürlicherweise Buchenwälder haben. Die Buche sollte sich eigentlich relativ problemlos, sofern man sie jetzt nicht völlig doof anpflanzt, verjüngen können. Und wenn sie das nicht kann, weil sie ständig abgefressen wird und man das halt eben auch sieht, lauter abgefressene kleine Buchenstängelchen und so weiter und so fort, dann ist sicherlich irgendwo schon der Punkt erreicht, wo die Wilddichte zu hoch ist. Das ist auch so durchaus rechtlich entsprechend geregelt. Der Wald muss schon noch entsprechend wachsen können. So hoch darf die Wilddichte nicht sein, dass es halt dann eben entsprechend nicht mehr kann. Wobei man sich jetzt noch streitet, muss akzeptiert werden von der Forsterseite, dass manche Baumarten, die eben nun mal etwas empfindlicher auf Wildverbiss reagieren, dann eben halt entsprechend geschützt werden müssen. Mit zum Beispiel solchen Gummidrahthosen drum. Früher gab es noch richtigen Draht, inzwischen ist man meistens bei Kunststoff, weil besser wiederverwertbar, weniger schwierig aus dem Wald dann wieder zu entfernen und so weiter. Oder halt eben größere Zäune, um einzelne Waldareale abzusperren und so weiter und so fort. Also ne, irgendwo da dazwischen, zwischen halt eben ein bisschen Verbiss ist noch nicht unbedingt ein Schaden und zwischen da wächst überhaupt keine Buche mehr in dem entsprechenden Wald, irgendwo dazwischen wird eine richtig angepasste Wilddichte vielleicht eventuell zu finden sein. Vielleicht eventuell, sage ich nochmal mit in Großbuchstaben, denkt euch das bitte entsprechend so dahin, einfach nur mal um die Thematik zu klären. Ja, also ich möchte eben halt
nicht die These aufstellen, es gibt zu viel Reh und Rotwild, sondern die These aufstellen, es gibt vielerorts zu viele Schäden durch Reh und Rotwild, weil das können wir nachweisen, wie viele davon da sind, das können wir nicht nachweisen, wie viele davon da sein sollten, da können wir auch nicht hundertprozentig sicher sein. Und deswegen müssen wir halt eben diskutieren, muss man die alle abschießen oder muss man irgendwie versuchen, eine andere Lösung zu finden, dass sie einfach weniger Schäden anrichten. Das besprechen wir gleich. Dann gibt es das Argument, das gerne diskutiert wird, dass zu viel Tierleid bei der Jagd entsteht und zu viel Beunruhigung. Erstmal der Faktor mit der Beunruhigung. Selbstverständlich beunruhigt es das Wild, wenn man es bejagt. Ne? Das müssen wir nun wirklich nicht diskutieren. So, wie kann man jetzt entsprechend vermeiden, das Wild bei der Bejagung zu beunruhigen? Naja, die eine Möglichkeit ist, dass man einfach wirklich ein absoluter Stealth-Jäger ist, der vom Wild nie entdeckt wird und es erst in dem Moment beunruhigt wird, wo es von der Kugel getroffen wird. Ne? Das Dumme ist nur, die sind halt nicht einzelgängerisch im Regelfall unterwegs, sondern da sind noch ein paar andere nebendran. Und spätestens die sind dann beunruhigt, wenn der Kollege entsprechend am Zappeln am Boden liegt. Ne? Um es durchaus drastisch auszudrücken, weil Tiere erschießen ist halt nun mal nicht schön. Das hat keiner behauptet. Es ist durchaus legitim und notwendig, wie ich finde. Schön ist es sicherlich nicht unbedingt und insbesondere auch nicht besonders schön anzuschauen. Das brauchen wir gar nicht behaupten. Ne? Und der Faktor Tierleid, damit ist jetzt eher so gemeint Fehlschüsse, wenn das Vieh nicht richtig getroffen wird. Und Vieh ist, ich bezeichne auch meine Katze als Vieh, mir wird dann immer vorgeworfen, Vieh ist total diskriminierend für das edle Tier im Walde. Alles ist bei mir Vieh, ne? Inklusive diverse Frauen. Meine engsten Freundinnen, die sind alles meine entsprechenden Viecher, die ich dann früher mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin, dann war ich der Viehtransporter. Oder der Hahn im Auto und solche Sachen. Also da kam das entsprechend zustande und deswegen habe ich eine gewisse Affinität zu diesem Wort, auch wenn das prinzipiell eigentlich bei den anderen Leuten auf diesem Planeten negativ belastet sein könnte. Bei mir ist das jedenfalls nicht. Das nur noch mal kurz zum Hintergrund. Ja, und das andere Ding ist das mit dem Tierleid. Was ist darunter zu verstehen? Man könnte da grob zusammenfassen, es gibt zu viele Fehlschüsse. Fehlschüsse heißt nicht daneben geschossen, sondern heißt falsch getroffen, schlecht getroffen. Das Tier ist nicht sofort tot. Also Sie müssen da unterscheiden, der einzig richtige Schuss ist Treffer, tot, bumm, fertig. Alles andere ist ein Fehlschuss. Ist ein nicht so schlimmer Fehlschuss, wenn er vollständig daneben ging, da haben wir bloß das Wild beunruhigt. Das ist nicht gut, das ist aber nicht so dramatisch. Schlimm und wirklich was nicht sein sollte, was natürlich nicht zu vermeiden ist, das wird immer mal passieren, das geht gar nicht anders, aber was nicht sein sollte im Idealfall, wäre, dass man es irgendwie nur verwundet, weil dann rennt es weg oder hüpft weg oder liegt da und hat Schmerzen und leidet und ist halt eben nicht sofort tot wie im Idealfall. Und das ist vielleicht ein Faktor, schwer nachzuweisen, aber ist ein Faktor, bei dem angenommen wird, dass der entweder zugenommen hat oder immer noch zu hoch ist. Da kann man sich jetzt entsprechend streiten und der Nachweis ist eben, wie gesagt, schwierig. Der Wert, den wir sicherlich anstreben sollten oder zumindest versuchen sollten anzustreben, wäre null. Ne? Also es gibt keine Fehlschüsse. Jeder, der schießt, trifft oder schießt daneben. Zumindest diese beiden Möglichkeiten. Beziehungsweise normalerweise im Idealfall, wenn man das alles richtig macht und das richtig gelernt hat und sein Handwerk ordentlich beherrscht und auch ein entsprechend guter Jäger ist, dann, wenn man schießt, dann trifft man auch. Sonst schießt man nicht. Ne? Also das ist so ein bisschen vielleicht zum Hintergrund für die Nichtjäger. Und dann gibt es noch einige Stimmen, die laut werden, die da sagen, die Wildunfälle sind zu hoch. Und damit meine ich jetzt nicht Wildunfälle im Sinne von eben Wildschäden, dass die was auffressen, sondern dass die halt irgendjemandem vors Auto rennen. Oder halt theoretisch wäre es ja auch ein Wildunfall, auch wenn das momentan noch wirklich keine Rolle spielt, wenn es so viele Wildschweine im Wald gäbe, dass man da richtig Angst haben müsste, in den Wald zu gehen. Das ist sicherlich nicht der Fall. Sollte das trotzdem irgendwann mal wirklich dazu kommen, was ich sehr, 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 sehr bezweifle, dann wäre ja auch so eine Begegnung, dass das Wildschwein dann plötzlich verrückt spielt, auch ein Wildunfall. Was es aber diesbezüglich hin und wieder mal gibt, das spielt aber von der Mengenmäßigkeit her kaum eine Rolle, dass halt eben ein Keiler krank geschossen wurde oder auch eine Bache natürlich, aber
oft sind das Keiler, die halt tatsächlich die eine oder andere Kugel vertragen, dann immer noch leben, das dann euch durchaus auch noch über einen längeren Zeitraum tun, weil diese Viecher halt einfach unglaublich zäh sind, wahnsinnig Schmerzen haben und dadurch halt einfach aggressiv auf jeden, der irgendwie in ihre Nähe kommt, reagieren. Dann kann es auch schon mal passieren, dass dann halt auch Passanten, mal Spaziergänger oder ähnliches, von so einem krankgeschossenen Keiler angefallen werden. Ist aber wirklich ein sehr, sehr seltenes Phänomen und spielt vielleicht eine Rolle, wird in den Köpfen diverser Leute eine viel größere Rolle spielen, als das Problem eigentlich wirklich ist, weil es halt doch so vergleichsweise selten vorkommt. Also muss man sagen, nicht jeder angeschossene Keiler wird zu so einem aggressiven angeschossenen Keiler. Das ist ja auch nicht immer gesagt. Es ist aber auf jeden Fall was, was man vielleicht mal kurz erwähnt haben sollte. Nochmal zu den Wildunfällen, den Kfz plus Wildunfälle, also Kfz versus Wild sozusagen. Muss man natürlich sagen, die würden wahrscheinlich deutlich zurückgehen, wenn die Viecher gar nicht erst nachts unterwegs wären. Einfacher Grund, man sieht die besser und es gibt nicht den Karnickel im Scheinwerferlicht. Effekt, ne? Dass wenn die den Scheinwerfer sehen, was ist das, kann ich nicht zuordnen, ich bleib mal stehen, bumm. Das gibt es dann natürlich auch bei Tag deutlich weniger. Kann man ganz einfach aus der entsprechenden Statistik ablesen, Wildunfälle im Regelfall einfach halt nachts, weil man sieht es halt nicht. Die können am Straßenrand stehen, plötzlich auf die Straße springen, sind dann erst im Lichtkegel sichtbar und peng. Ne? Wenn es im Lichtkegel ist, ist es sowieso schon zu spät. Insbesondere, wenn wir gerade nicht mit Fernlicht, sondern mit normalem Abblendlicht unterwegs waren, da kannst du dann gar nichts machen. Deswegen zahlt da im Regelfall ja auch eine entsprechende Versicherung. Es ist nicht schön. Es ist für denjenigen, der den Wildunfall hat, nicht schön. Es ist durchaus sehr gefährlich, wenn es sich um Rotwild oder Schwarzwild handelt. Kann das schon mal böse ausgehen. Und bei Rehwild, prinzipiell sind das so kleine knackige Dinger, die machen Knack und dann hat sich das Problem erledigt. Das Dumme ist nur, dass der geneigte Tierfreund versuchen wird, dann wahrscheinlich auszuweichen. Und das ist dann so das häufigste, schlimme Wildunfall in Verbindung mit Rehwild. Und Rehwild macht auch, ja, vielleicht nicht die häufigsten, aber sehr viele der Wildunfälle eben entsprechend aus, weil der Tierfreund will ausweichen. Und beim Ausweichen, da passiert dann der Unfall, dass er dann halt eben gegen etwas, was erheblich stabiler als ein Reh ist, fährt, sei es der Gegenverkehr oder halt eben entsprechend ein Baum im Walde. Okay, jetzt haben wir mal die Probleme aufgelistet, die ich hier ein bisschen ansprechen möchte. So wirklich bequem ist mein Baum jetzt auch wieder nicht. Wir können uns mal ein wenig den Lösungen zuwenden. Da muss ich jetzt mal ein bisschen nachlesen. Lösung für das Schweineproblem. Mehr Schweine schießen. Da herrscht mehr oder weniger Konsens. Also da sind sich die Jäger relativ einig, dass die Sau weg muss. Ne? Dass davon zu viel da ist, weil die vermehrt sich einfach unglaublich schnell zurzeit. Gründe, Mais, ne? Einfach mal raus aus dem Wald. Direkt am Wald, sofort das Maisfeld. Erstens finden sie da hochenergetisches Futter. Zweitens haben sie da wunderbar Deckung und können auch nicht geschossen werden, weil du nicht einfach ins Maisfeld reinballern kannst. Drittens sind die Maisfelder einfach sofort direkt am Waldrand. Der Jäger hat also auch überhaupt keine Chance, da jetzt irgendwie die Schneise sozusagen abzudecken. Sobald das Schwein aus dem Wald rauskommt, ist abzuschießen, bevor es im Mais verschwindet, weil da gibt es überhaupt keine Schneise dazwischen. Auch das kommt entsprechend vor, weil so eine Schneise kostet ja Geld. Das wäre ja unbebautes Land, wo kein Mais draufsteht. Ne? Also das sind so Sachen. Dann der Klimawandel führt halt dazu, dass Buchen, Eichen, vor allen Dingen Buchen und Eichen eben entsprechend viele Früchte tragen. Relativ häufig, jetzt im letzten Jahr war teilweise mal nicht so viel, aber generell über die Zeit verteilt ist da einiges zu finden. Das CN-Verhältnis Kohlenstoff zu Stickstoff in sämtlicher pflanzlicher Nahrung ist besser geworden, soll heißen, pflanzliche Nahrung ist energiereicher. Jeder, der pflanzliche Nahrung vertilgt, bekommt schneller Energie und hat da also quasi von seiner pflanzlichen Nahrung entsprechend mehr von. Das hat allerdings nichts mit Klimawandel zu tun, sondern damit, dass wir die Landschaft überdüngen. Auch wenn wir gar nicht düngen, düngen wir trotzdem. Wir düngen quasi mit allem, was wir so ziemlich tun. Ne? Also beim Autofahren düngen wir, beim Heizen düngen wir, beim Dinge kaufen, die Industrie hergestellt hat, düngen wir. Wir düngen eigentlich immer. Wir düngen auch, wenn wir in den Wald scheißen. Aber das ist eigentlich verglichen damit, was wir sonst so düngen, sehr wenig Dünger.
Und außerdem, eigentlich sind Wildschwein-Frischlinge extrem empfindlich gegenüber kalten Frühjahren. Ne? Kalte, feuchte Frühjahre, da haben die eine Frischlingssterblichkeit 90-95% kann da schon mal vorkommen. Das kann auch mal sein, dass wirklich nahezu der komplette Jahrgang an Frischlingen dann entsprechend hops geht. Kalte, nasse Frühjahre haben wir in letzter Zeit sehr wenig gehabt, was dazu führt, dass es zurzeit Frischlingssterblichkeiten so in den letzten Jahren 20%, 30% hat man mal an manchen Stellen eben entsprechend ganz vorsichtig nachgewiesen, das sind auch grobe Schätzungen, aber erheblich weniger so. Und außerdem werden die Wildschweine durch das gute Futter und die tollen Wachstumsbedingungen fürs Schwein super schnell geschlechtsreif, weshalb so ein 6, 7, 8 Monate altes Schwein dann auch schon wieder Nachwuchs hat. Ne? Also das Jahr ist noch nicht mal rum, da haben sie schon Nachwuchs, die Teenager-Schweine sozusagen. Das heißt, Schwein muss weg. Was kann man da jetzt tun, was noch nicht getan wird? Ne? Also grundsätzlich ist es so, das spielt tatsächlich eine gewisse Rolle, dass viele Jäger nicht unbedingt so gerne Schwein jagen. Weil Schweinjagen ist schwierig. Das heißt, der reine Freizeitjäger, der so hin und wieder mal ganz gerne zur Entspannung auf dem Hochsitz sitzt, das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, der macht ungern, also im Regelfall, es gibt auch welche, die tun das, selbstverständlich. Mit Verallgemeinerung muss man vorsichtig sein. Ich muss aber verallgemeinern, weil ich kann nicht sagen, der Hans macht so, der Otto macht so, der Thorsten macht so, der Dingens macht so. Ich muss einfach für so ein Video mit Verallgemeinerungen arbeiten. Ne? Das müsst ihr mir nachsehen. Wie soll ich das denn sonst machen? Weil, also wenn mir das jemand erklären kann, wie das ohne Verallgemeinerungen möglich sein soll. Deswegen, es gibt diesen Freizeitjäger-Typ, der halt gerne nur auf Böckle Jagd macht und das halt auch vielleicht nur ein paar Mal im Jahr und so weiter und so fort. Trotzdem aber zum Beispiel, jetzt mal ein fiktiver Jäger zusammenmalen, viel Geld hat und dem gehört das ganze Revier und der hat nicht allzu viele Begehungsscheininhaber und dementsprechend wird in dem Revier einfach wenig gejagt, weil der halt nur hin und wieder mal Bock hat, auf Bock und dann halt eben gar nicht erst auf die Sau es abgesehen hat. So, das ist das eine Problem bei der Saujagd. Zweitens, es ist auch schwierig, weil die intelligenter sind als der Rest vom Schalenwild und die sind einfach schwieriger zu jagen. Das ist einfach so. Außerdem kommt es bei Schwarzwild tendenziell häufiger vor, dass sie krank geschossen werden und dann wegrennen, einfach weil das so zähe Mistviecher in Anführungszeichen sind, die vertragen halt unglaubliche Mengen an hoffentlich bleifreier Munition, bis sie dann halt wirklich mal tot sind. Das macht es halt nochmal schwieriger, weil wenn dir das Viech wegrennt, dann möchtest du hinterher, dann hast du aber keinen Hund, weil du kein Hundeführer bist, dann wird es schwierig. Das heißt, man muss dann erst den Hundeführer anrufen, dann hat der keine Zeit. Und dann geht es eine Weile, bis man dann überhaupt mal eben entsprechend die Nachsuche, also das Aufstöbern des krankgeschossenen Wilds, um es dann sozusagen von seinem Leiden zu erlösen, bis man das überhaupt mal starten kann. Das kann unter Umständen sehr, sehr, sehr lange dauern. Und das macht auch nochmal die Jagd auf Schwarzwild halt einfach unattraktiver. Weil wenn du nicht richtig triffst, hast du danach einen Haufen Arbeit, bis das Tier dann halt endlich mal tot ist. Und selbst wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Jäger dann sagt, interessiert mich nicht, ich gehe mal nach Hause. Schwarze Schafe gibt es überall, auch bei der Jägerschaft, selbstverständlich. Da wird die Jägerschaft hoffentlich auch nicht protestieren bei dieser Aussage. Ja, dann ist halt auch scheiße. Ne? Und das will man ja auch nicht. Und deswegen macht man gar nicht erst Jagd auf Schwarzwild, dann kann das auch nicht entsprechend passieren. So, das heißt, wir müssen die Jagd auf Schwarzwild, ich denke, da ist so vielleicht ein bisschen ein Konsens möglich, vereinfachen, leichter machen, mehr Leuten die Jagd auf Schwarzwild zugänglich machen, sagen wir es mal so. Ne? Auch dem nicht ganz so erfahrenen Jungjäger vielleicht, der halt eben nicht der allerbeste Schütze vor dem Herrn ist, weil er noch nicht so viel Übung hat, zum Beispiel halt eben dem. Ne? Oder auch die Jagd auf Wildsäue noch möglich machen für den schon etwas älteren Jäger, der eine Nachsuche rein körperlich nicht oder nur sehr schwierig entsprechend hinbekommt. Ne? Dass auch der eine Möglichkeit hat, trotzdem weiterhin Jagd auf Schwarzwild zu machen, auch wenn er sagt, ja, wenn ich nicht richtig treffen würde, müsste ich Nachsuche machen, das kann ich aber nicht mehr, das heißt, ich kann keine Jagd auf Schwarzwild machen.
dem müsste man dann halt auch eben entsprechend eine kleine Hilfestellung mit auf den Weg geben. Was man auch diskutieren kann, was aber keinen Sinn macht und was ich deshalb nur mal ganz kurz erwähne, wir brauchen einfach mehr Jäger. Es ist sauschwierig, jetzt einfach aus dem Nix irgendwo mehr Jäger hervorzuzaubern. Das werden zwar, glaube ich, tendenziell schon mehr. Die Rate der Jagdbegeisterten aber irgendwie steigern, wird, glaube ich, schwierig. Propaganda für die Jagd, dann gibt es entsprechend PETA gegen Propaganda und ich glaube nicht, dass das allzu viel helfen wird. Aber ist nur meine Meinung. Vielleicht spielt das für irgendjemand anders ja dann doch eine größere Rolle, dass man einfach mehr Jäger braucht, um das Problem zu lösen. So, also wir wollen die Jagd auf Schweine vereinfachen. Das heißt, wir brauchen revierübergreifende Nachsuche. Da ist man sich inzwischen relativ einig, das ist ein ziemlicher Konsens der Oberen, die sich über dieses Thema Gedanken machen, ist aber draußen in der Landschaft noch nicht so gut angekommen. Ne? Dass man einfach Reviergrenzen für die Nachsuche völlig ignorieren kann, darauf müssten sich alle Beteiligten einigen. Es ist so, für die, die es nicht wissen, das geschossene Stück gehört immer dem, bei dem es stirbt, sozusagen. Also sprich, du schießt eine Wildsau an, die rennt in ein anderes Jagdrevier und verendet da, dann ist sie nicht deine, sondern die von dem, bei dem sie verendet ist. Und das ist natürlich schwierig, weil man darf ja auch zum Zwecke der Jagd nur im eigenen Revier unterwegs sein. Man darf also nicht, und schon gar nicht mit Gewehr, einfach mal ins Nachbarrevier reinlatschen und dort die Jagd ausüben. Das darf man immer nur im eigenen Revier, beziehungsweise in dem Revier, für das man halt eben entsprechend berechtigt ist. Und da soll halt einfach quasi, sind sich auch alle Beteiligten eben von der oberen Ebene einig, mehr Zusammenarbeit herrschen. Dass man einfach sagt, ja, überhaupt kein Problem, dass sich die Nachbarrevierbesitzer halt miteinander verständigen. Wenn es um Schwarzwild geht, Nachsuche sofort, da hast du sofort jederzeit in mein Revier rein, überhaupt kein Problem. Da hast du einen entsprechenden Zettel, wo das draufsteht im Zweifelsfall und so weiter und so fort. Dass das einfach deutschlandweit quasi überall eine Selbstverständlichkeit ist, für die Nachsuche auf Schwarzwild in andere Reviere rein zu dürfen. Dann soll die Nachsuche besser organisiert werden. Das heißt zum Beispiel, dass man für diverse Reviere zusammen einen Hundeführer hat. Und der hat quasi, oder zwei, und einer von beiden hat immer Bereitschaftsdienst. Dass also immer jemand mit Hund eben entsprechend verfügbar ist, wenn mal halt dann eben Nachsuche notwendig wird, dass man den dann sofort anrufen kann, dann kommt der sofort und dann kann die Nachsuche sofort beginnen. Dann hat man sofort das entsprechende Stück gefunden und kann es erlegen und das Problem ist gelöst. Dafür kriegt der dann natürlich auch einen kleinen Obolus, wird auf verschiedene Biere entsprechend eingeladen und so weiter und so fort. Der springende Punkt dabei ist halt einfach, dass wirklich immer jemand mit Hund entsprechend verfügbar ist, dass man dann auch weiß, wenn man draußen sitzt, ah ja, im Kalender nachgucken, aha, der Huber Michael, der ist jetzt zuständig und den muss ich jetzt entsprechend anrufen. Dann kommt der mit seinem Walmaraner oder was auch immer und dann ist das Problem auch schon gelöst. So, und dann die aktuell immer noch effizienteste Art und Weise, Jagd auf Schwarzwild zu machen, ist eine Drückjagd. Drückjagden sind teilweise sehr beliebt, teilweise auch nicht so. Man muss natürlich dazu sagen, viele Jäger mögen halt gerade die Ansitzjagd gerne, weil man hockt da auf seinem Hochsitz, man hockt da schön in der Natur, man kann den Vögelchen zuhören, so wie jetzt ich. Man hat vielleicht noch einen rauschenden Bach im Hintergrund und solange man nichts sieht, hat man immerhin einen schönen Aufenthalt in der Natur und das ist alles sehr entspannt. Das kann man also auch ohne großartige sportliche Verrenkungen ganz gut bewerkstelligen. Und vielleicht sieht man ja mal ein anderes interessantes Tier und hat schöne Naturbegegnungen. Und irgendwann kommt dann halt doch mal was vorbei, was man dann halt eben entsprechend mit nach Hause nehmen kann und in der Gefriertruhe packen. Ne? Drückjagden sind also nicht
für jeden. Sie erfordern halt auch einen gewissen Organisationsaufwand. Irgendwer muss die dann auch durchführen, irgendwer muss die organisieren. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das ist anstrengend, das ist schwierig. Die Teilnahme ist vielleicht das kleinste Problem. Ich denke, es scheitert oft auch einfach schlicht und ergreifend an der Organisation. Sagt man also jetzt so lapidar, wir brauchen mehr Drückjagden, damit wir mehr Wildsäue schießen können, vielleicht wäre dann irgendeiner Form von irgendeinem Geldtöpflein, was es irgendwo vielleicht noch gibt, eine kleine Prämie für das Durchführen von Drückjagden eine gute Idee, oder dass man sich von vornherein einfach mal zusammentut, großräumig, und halt eben entsprechend sagt, dann und dann sind die nächsten Drückjagden und ohne Wenn und Aber, die sind dann Punkt. Und zuerst organisiert es der Huber Michael, beim nächsten Mal organisiert es der Stockel Manfred und so weiter. Ne? Also schwer zu sagen, wie das jetzt genau besser organisiert werden soll. Hier bei mir sind zweimal im Jahr Drückjagden, die werden dann vorher im Gemeindeheftchen entsprechend angekündigt, dass dann und dann Drückjagd ist. Ich merke es auch immer, wenn ich nachts aus dem Wald komme, dann stehen nämlich schon die Schilder da für den nächsten Morgen bzw. den nächsten Vormittag, dass da dann halt entsprechend Drückjagd sein wird, und dann weiß ich schon, es ist wieder mal soweit. Dumm nur, wenn man im Wald übernachtet hat und nicht mitkriegt, dass am nächsten Tag dann die Drückjagd stattfindet. Dazu hatte ich aber auch mal ein kleines Videöchen gemacht. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn man hin und wieder mal die entsprechend örtlichen Quellen, in denen man halt nachlesen kann, wann ist Drückjagd, verfolgt. Ne? Also das ist vielleicht nur so als kleiner Tipp am Rande. Ich kenne da auch nicht die Lösung, wie das besser zu organisieren ist. Die Organisation soll besser werden. Das hängt immer vom Kleinräumigen dann halt ab, was man da genau jetzt entsprechend besser organisieren könnte. Da müssten sich dann halt die entsprechenden Verantwortlichen zusammenhocken. Und das ist auch schon teilweise das größte Problem. Dann, sehr umstrittenes Thema, wahnsinnig umstritten, sind Jagderleichterungen zumindest mal auf Schwarzwild. Kann man auch noch mal viel umstrittener diskutieren, ob das auch eventuell bei Rehwild und sonstigen Wild einfach generell eine ganz gute Sache wäre. Es gibt da im Rahmen der Weitgerechtigkeit, also das ethisch-moralisch korrekte Verhalten des Jägers, vorsichtig ausgedrückt, weiß nicht, was die genaue Definition ist, aber ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt, gibt es den Paragraphen in Anführungszeichen, dem Wild eine Chance geben. Soll heißen, man soll nicht all die Hightech-Möglichkeiten, die man zur Jagd theoretisch hätte, ne, alle technischen Lösungen, die es gibt, soll man nicht alle benutzen, damit die Jagd nicht zu einfach wird, damit das Wild halt einfach eine Chance hat, auch nicht gejagt zu werden, beziehungsweise zu entkommen oder sich zu verstecken und so weiter und so weiter. So, und im Rahmen dessen sind für halbautomatische Schusswaffen, ne, also die Peng-Peng-Peng-Peng-Peng-Dinger, nur 3 Kugeln zulässig. Eine im Lauf, 2 im Magazin. Also man kann da theoretisch durchaus ein großes, fettes Magazin an die Dinger dran stecken. Es dürfen nur 2 Kugeln drin sein. Das ist halt eben das Problem. Heißt, wenn du einen Halbautomat hast, mit dem du Peng, Peng, Peng machen kannst, dann kannst du auch wirklich nur Peng, Peng, Peng machen. Und dann ist er leer. Und dann musst du nachladen, bevor du wieder Peng, Peng, Peng machen kannst. Und bis du nachgeladen hast, dann ist wahrscheinlich die Chance, noch weiter Peng, Peng, Peng zu machen, auch schon wieder vorbei. Deswegen ist ein Halbautomat nicht so effizient, wie er theoretisch sein könnte. Es geht allerdings natürlich jetzt auch nur um die Jäger, die 3 Kugeln brauchen, um was zu erlegen. Das sind hoffentlich nicht viele. Bei Schwarzwild allerdings sind es ein paar mehr, weil halt eben, egal wie gut man das Vieh trifft, es kann schon sein, dass die nach einer Kugel halt eben entsprechend noch leben. Und wenn man dann sofort Peng-Peng machen kann, per se sowieso schon gleich, 2 Blattschüsse muss man nicht machen bei Schwarzwild, 2 Schüsse ins Herz eben entsprechend gleich abgeben kann, boah, dann ist die Chance, dass das Vieh tot ist, halt entsprechend höher, ne? Wäre also schon ein Halbautomat bei Jagd auf Schwarzwild, ist eine gute Sache. Da sind auch viele Jäger, naja, die halt nicht sowieso schon sagen, Halbautomat, damit jage ich nicht, aus traditionellen Gründen, aus sportlichen Gründen sozusagen. Aber wer das nicht sowieso schon per se ablehnt, der findet Halbautomaten tendenziell für Schwarzwildjagd eine ganz gute Sache. So, und jetzt wäre die Schwarzwildjagd halt eben mit einem unbegrenzt Munition-Halbautomaten, was heißt unbegrenzt, so viel halt wie ins Magazin passt, dann sind wir halt bei ca. 30 Schuss oder was. Es gibt natürlich auch noch Trommelmagazine, da hast du 100 Schuss und so Späße, aber
bleiben wir mal auf dem Teppich. Jedenfalls, da könntest du dann halt schon unter Umständen sehr effizient gleich die ganze Rotte Wildschweine, wenn sie dumm dastehen, also aus ihrer Sicht dumm, nicht aus Sicht des Jägers dumm, ja, dann könnte man halt eben da gleich eine ganze Rotte erlegen, tendenziell. Wenn das funktioniert, wenn man ein entsprechend guter Schütze ist und so weiter. Aber momentan hat man halt einfach die Möglichkeiten nur sehr begrenzt, beziehungsweise im Rahmen des Repetierens. Also Peng, Chak Chak, Peng, Chak Chak, Peng, geht halt doch erheblich langsamer als halt eben mit dem Halbautomat. Außer man ist der ultimative Ultraschütze. Das ist aber halt nicht jeder, ne? Dass der ultimative Ultraschütze sowas nicht braucht. Das ist überhaupt kein Thema. Da müssen wir nicht drüber reden. Es geht ja darum, dass wir auch für die Nicht-Ultrajäger die Jagd auf Schwarzwild unter Umständen eben erleichtern wollen. Deswegen wird das halt eben diskutiert, ob man da nicht eventuell mehr Munition im Halbautomaten zulassen möchte. Speziell für die Schwarzwildjagd. Ob generell, ist nochmal was anderes, ne? Ich will mir ja nicht anmaßen, dass ich die Idee gut finde, aber tue ich. Nachtsichtgeräte, weil was hätten Nachtsichtgeräte für einen wahnsinnigen Vorteil? Also erstens mal für Schwarzwildjagd, wohlgemerkt für Schwarzwildjagd. Erstens mal könnte man problemlos mehr Schwarzwild erlegen. Es wäre halt erheblich einfacher. Zweitens würde man das Aktivitätspensum der Tiere auch wieder in den Tag verlegen. Warum sind denn all die Tiere, die wir im Wald so haben, die Großen, alle nachtaktiv? Weil sie gelernt haben, wenn es dunkel ist, kann mich keiner erschießen. Das ist tatsächlich so. Natürlich ist kaum eines der großen Tiere, die eben entsprechend bejagt werden, wirklich nachtaktiv. Das ist alles eine Anpassung an halt eben die Art der Bejagung. Soll heißen, wenn sie jetzt lernen, Mist, nachts droht mir auch Gefahr, na, dann kann ich eigentlich, dann ist es eigentlich schon scheißegal, wann ich rausgehe. Ne? Das stellen wir auch fest in den Gebieten, wo der Wolf unterwegs ist, weil der jagt ja auch tags und nachts. Und da stellt man dann relativ schnell fest, es hat den Einfluss auf eben entsprechend die Wildpopulation, dass er halt, dass es ihnen egal ist, wann sie sozusagen aus ihrer Deckung rauskommen, weil sie können jederzeit gefressen werden und dann interessiert sie sozusagen nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Und das wäre sicherlich noch ein ganz, ganz, ganz toller positiver Beieffekt, wenn man Nachtsichtgeräte verwenden würde, neben eben der Tatsache, dass Schwarzwild erheblich leichter zu schießen wäre. Es ist ja auch jetzt schon so, dass man theoretisch durchaus auch nachts Jagd auf Schwarzwild machen darf, wenn man es dann sieht. Man sieht es aber halt eben im Regelfall nicht, es sei denn, es ist krasser Vollmond. Und die Nächte mit krassem Vollmond plus gutem Wetter, die sind halt eben entsprechend dann wieder so selten, dass das fast schon egal ist, dass das möglich wäre, des Nächtens entsprechend auf das Schwarzwild anzusitzen. Und da muss man ja ganz klar sagen, einen Sachgrund, weshalb Nachtsichtgeräte nicht verwendet werden sollen bei der Jagd, gibt es nicht. Das ist eine ethisch-moralische Fragestellung. Also, wenn man unbedingt sagt, diesen letzten kleinen, diese letzte kleine Erschwerung der Art des Jagens will ich den Tieren unbedingt zugestehen, dass ich also nicht alles ausnutze, was da ist. Wenn man das unbedingt aus ethisch-moralischer Sicht für das sportliche Jagderlebnis unbedingt tun muss, dann wird man halt nach wie vor sagen, Nachtsichtgeräte, das geht nicht. Effizient wäre es aber, gerade eben bei der Schwarzwildplage. Man könnte es ja auch durchaus einfach sagen, solange wir jetzt diese Schwarzwildplage so haben, Plage ist, es ist schwer zu sagen, ob wir jetzt schon von Plage reden können. Ich persönlich würde sagen, es passt schon ganz gut, wenn man sich in manchen Regionen mal so umguckt. Ne? Also gerade so Berlin-Brandenburg, was da an Viechern unterwegs ist, ist... Also nach dem, was ich so mitbekomme. Ne? Ich bin da ja nicht. Aber nach dem, was ich so mitbekomme, ist das schon teilweise ziemlich heftig. So, und dann ist da die Sache mit den Abschussprämien. Die gibt es jetzt immer häufiger, gerade für Schwarzwild. Das ist von daher eine gute Sache, weil, was bei Schwarzwild nochmal dazu kommt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, weshalb das nicht so gerne gejagt wird, ist, man muss Trichinenbeschau machen. Entweder muss man es selber machen, das kann aber so gut wie kein, also das ist schwierig, das muss man auch entsprechend, das muss man erstmal können und dürfen vor allen Dingen. Und wenn man das nicht kann, dann muss man es machen lassen und das kostet Geld. Und das sorgt dafür, dass es einfach noch mal weniger attraktiv ist, eben entsprechend die Schweinchen zu erlegen.
Wenn man jetzt aber eine Abschlussprämie bekommt, dann kann man damit zumindest mal die Folgekosten, die man hat, nachdem man ein Schweinchen erlegt hat, damit ganz gut bezahlen. Und im Idealfall liegt die Abschlussprämie entsprechend so hoch, dass man sogar noch ein bisschen was an Taschengeld behalten kann. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das allzu viel bringt. Da kann ich mich aber auch durchaus täuschen. Ne? Also da... Das ist jetzt so eine rein subjektive Wahrnehmung meiner Person. Die Idee per se ist sicherlich ganz in Ordnung. Und gerade wenn es nicht hilft, dann kostet es ja auch nichts, weil dann passiert, wenn da eben die Abschlusszahlen nicht entsprechend steigen, dann steigen halt auch die Kosten nicht ins Bodenlose. Weshalb es einfach meiner Meinung nach eine gute Idee ist, von den entsprechenden Landkreisen oder den entsprechenden Bundesländern direkt solche Abschlussprämien für Schwarzwild eben entsprechend in Aussicht zu stellen. Das kann ja auf keinen Fall schaden. Und wenn man merkt, das bringt überhaupt nichts, dann schafft man es halt eben entsprechend wieder ab. Derzeit ist ja die finanzielle Lage der Bundesrepublik relativ gut. Das sollte man doch meinen, dass das vielleicht sogar eventuell drin sein muss. Gut, aber Ideen zum Ausgeben der Steuerüberschüsse hätte ich noch diverse andere. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, und dann gibt es da noch mal so einen ganz kontrovers diskutierten Punkt, nämlich, wenn die Jagd auf Schwarzwild ja auch so schwer ist, warum stellt man da nicht einfach mehr professionelle Jäger ein? Die wachsen natürlich auch nicht auf Bäumen. Demzufolge ist das kurzfristig ganz bestimmt keine Lösung. Langfristig könnte man sicherlich die eine oder andere zusätzliche Stelle für einen Berufsjäger irgendwo schaffen. Das halte ich für eine sehr, 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 sehr gute Idee. Ja, aber kurzfristig hilft uns das halt erstmal eben nicht weiter. Das ist ja was, was frühestens in 3-4 Jahren oder was wirksam werden könnte. Man müsste es dann jetzt halt mal beschießen, damit es dann auch wirksam sein könnte. Was in diesem Zusammenhang auch diskutiert wird, völlig unabhängig vom Wildschwein, was wir auch mal ansprechen sollten, wäre nur noch professionelle Jagd. Sprich, dass nur noch irgendwann Berufsjäger, die das also wirklich von der Pike auf super gut gelernt haben, entsprechend das Jagdhandwerk ausüben dürfen. Also ein qualifizierter Laie, bisher muss ja jeder, der jagen gehen will, ja vorher eine entsprechende Ausbildung machen, nennt sich Jagdschein. Aber das ist halt verglichen mit dem Berufsjägertum immer noch so viel, während der Berufsjäger so viel entsprechend wissen können muss und halt eben der absolute Profi ist. Das ist halt schon ein Unterschied. Wenn man so einen Berufsjäger gesehen hat, da sieht man schon gewisse Unterschiede halt eben zu manchen Laienjägern. Da gibt es ja auch sehr gute, okay, klar. Mein Problem ist halt, dass ich meistens mit Försterjägern zu tun habe und die jagen halt so viel, einfach berufsbedingt, weil sie ja auch beruflich jagen gehen, auch wenn sie nicht Berufsjäger sind, dass das eigentlich fast immer Profis sind. Deswegen, mir fehlen da persönlich vielleicht ein bisschen die Kontakte zu echten Laienjägern. Also Laien in Anführungszeichen, ne? Hobbyjäger ist ein besserer Begriff. Ne? Laienjäger gibt's nicht, das wären Wilderer. Streng genommen. Und die sind illegal. Und böse. Man kann jetzt allerdings eine Professionalisierung der Jagd auch so verstehen, dass eben gerade diese bisherigen Freizeitjäger, Hobbyjäger, einfach professioneller werden müssen. Soll heißen, man könnte denen erstens mal einen schwierigeren Jagdschein andrehen, dass also die Voraussetzungen fürs Machen des Jagdscheins noch steigen, dass einfach noch mehr Praxiserfahrung da sein muss, vor allen Dingen mehr Schießkünste entsprechend abverlangt werden. Es gibt da gerüchteweise, sage ich jetzt, damit nicht ganz so krass klingt, durchaus das ein oder andere Bundesland, in dem die Anforderungen an die Schießprüfung noch mal ein bisschen gesenkt worden sind. Dass diese Schießprüfung also wirklich nicht besonders schwer ist und jemand, der die nur mit Ach und Krach gerade geschafft hat, dann damit überhaupt nicht wirklich sicher sein kann, dass er sein Stück, auf das er ansitzt und schießt, dann auch vernünftig trifft. Also eigentlich wäre es vernünftig, gerade bei jüngeren Jägern, wenn die, nachdem sie den Jagdschein bestanden haben, erstmal noch eine ganze Weile auf den Schießstand gehen und noch eine ganze Weile schießen üben, bevor sie dann wirklich mal versuchen, dann auf ein Tier zu schießen. Auch das gehört quasi zur Professionalisierung der Jagd. Ein anderer Punkt ist, dass man mal jemanden einführt oder etwas einführt, was zum Überprüfen der fortschreitenden Jagdfähigkeit von älteren Personen geeignet wäre. Es ist ja ein absolutes No-Go in der tendenziell etwas überalterten Jägerschaft,
auch nur anzudeuten, dass man zu alt zum Jagen gehen sein könnte. Ne? Also wenn man nicht mehr, wenn man mit dem Lifter Treppenlift auf den Ansitz hochfahren muss, dann ist man vielleicht tatsächlich zu alt zum Jagen gehen. Ich würde sogar so weit gehen, jetzt in meiner grenzenlosen Arroganz und jemandem, der zu einer Nachsuche überhaupt nicht mehr in der Lage ist, ebenfalls die Fähigkeit zum Jagen absprechen wollen. Weil Nachsuche gehört halt eben nun mal für eine ordnungsgemäße, weitgerechte Jagd eben dazu. Und zwar eine zügige, schnelle, effiziente. Und wenn man das körperlich nicht erbringen kann, dann kann man eigentlich auch nicht weitgerecht jagen gehen. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Korrigiert mich, wenn ich da entsprechend falsch liege. Und demzufolge wäre es schon vielleicht gar nicht mal so blöde, dann halt mal drüber nachzudenken, jemanden mit 95, der halt wohl vielleicht noch einigermaßen rüstig ist, aber bestimmt nicht mehr querwald einen durch den Wald stapfen kann. Es gibt ja 95-Jährige, die das noch können, das ist dann ein anderes Thema. Aber dass man einfach ab einem gewissen Alter vielleicht einfach mal das kontrolliert, wie denn da der Gesundheitszustand ist, ob denn dem entsprechenden Jäger noch zuzutrauen wäre, überhaupt weitgerecht die Jagd eben durchzuführen. Ne? Es gibt diesbezüglich so die ein oder andere Parodie, vielleicht kennt jemand der Jägerschaft Halali oder den Schuss ins Brötchen, ist in Bayern recht beliebt, dieser Film, da wird das Thema auch ein wenig durch den Kakao gezogen. Ein wenig ist leicht untertrieben. Naja, auch ansonsten vielleicht ein ganz interessanter Film, falls man den irgendwo im Internet findet, weiß ich gar nicht. Es ist aber auch generell mal völlig unabhängig vom Alter, wäre es vielleicht auch was halt eben viel diskutiert wird, was ich persönlich auch für eine gute Idee halte, als Nicht-Beteiligter, das ist immer einfach von außen das zu erzählen, ne? Dass man einfach verpflichtende Wiederholungskurse verpflichtend eben entsprechend einrichtet. Soll heißen, dass der Jäger, nachdem er 20 Jahre lang Jäger ist, dann halt irgendwann mal nachweisen muss, nach Möglichkeit nicht erst nach 20 Jahren, dass er überhaupt noch was trifft. Ne? Dass man also regelmäßig zum Schießtraining muss, um halt sicherzustellen, dass man dann auch eben entsprechend ein guter Jäger ist. Es ist meiner Meinung nach ja auch irgendwo durchaus von der Psyche her doch irgendwie logisch, wenn man ein Hobby annimmt, insbesondere eins, das Geld kostet. Super billig ist Jagen nie. Ne? Es ist vielleicht nicht mehr so teuer, wie teilweise behauptet wird, aber billig ist das ganz bestimmt nicht, besagtes Hobby. Und dann möchte man es doch auch gut machen, wenn man schon viel Geld für ausgibt. Ist zumindest meine Überzeugung. Also wenn ich irgendwelche Sachen anfange, dann versuche ich die schon einigermaßen gut hinzukriegen. Da habe ich dann schon einen gewissen Anspruch auf Erfolg. Ist uns Männern ja sowieso in die Wiege gelegt, dass wir uns gerne miteinander ein wenig messen wollen. Ne? Und dementsprechend, wenn jagen, dann will man das doch auch gut. Ne? Warum geht man dann zum Geier nicht zum Schießtraining und hockt nur alle Jubeljahre mal auf dem Hochsitz und trifft dann sowieso nichts? Beziehungsweise nur Scheiße. Das ist ein Thema, das ist wahnsinnig kontrovers und wahrscheinlich werde ich es gleich auf den Deckel kriegen, dass ich überhaupt wage, es anzusprechen. Es ist halt derzeit die Rechtslage, du machst den Jagdschein und bist dann bis in alle Ewigkeit berechtigt, die Jagd auszuüben, solange du den immer wieder verlängern lässt. Und das ist nur eine Frage von aufs Amt gehen und machen lassen, nicht von überprüfen, ob du denn dazu überhaupt noch in der Lage bist. Man verliert das Teil unter Umständen, beziehungsweise ist nicht mehr berechtigt, wenn man inzwischen schlimme Straftaten begangen hat oder ähnliches, aber solange das nicht passiert, auch ein 103-Jähriger, der mit 18 den Jagdschein gemacht hat, hat ihn danach immer noch. Also mit 103, wenn er ihn immer schön brav hat verlängern lassen. Völlig wurscht, ob er in der Zeit überhaupt irgendwann mal jagen war. Also theoretisch ist ein Jagdschein auch eine Möglichkeit, einfach legal Waffen zu besitzen, auch unabhängig davon, dass man überhaupt mal irgendwann jagen geht. Das wäre auch eine Option. Ne? Wird heutzutage immer mal wieder interessanter, wenn man sich mal so ein bisschen die Prepper-Szene anguckt, unter anderem die Prepper-Szene. Ich will jetzt die Prepper-Szene nicht schlecht machen. Aber es gibt ja Leute, für die ist einfach Waffenbesitz interessant, warum auch immer. Und bevor sie jetzt lange im Schützenverein Mitglied sein müssen, machen sie dann unter Umständen vielleicht einen Jagdschein. Dann lernen sie auch gleich noch ein bisschen Survival-Skills, so im weiteren Sinne. Also, das war jetzt größtenteils noch die Wildschwein-Diskussion mit Aspekten allgemeiner Art. Das gilt halt eben auch für sämtliche anderen jagdlichen Aspekte. Jetzt zum Beispiel eben, dass das Ganze ein bisschen professioneller vielleicht werden sollte. Vielleicht. Ich sage ja nicht, das soll. Ich sage ja nur, das wäre was, wo man drüber nachdenken könnte. Ganz ehrlich, ich sage schon, dass das soll. Aber
Ich persönlich fände es gut, aber das kann ja nicht ich entscheiden und da können wir auch gerne drüber diskutieren. So, dann haben wir zu viele Reh- und Rotwildschäden. Eine Lösung, wir schießen sie alle ab. Das funktioniert. Das ist wirklich kein Thema, wo man sich fragen muss, geht das überhaupt, sondern das geht, ja. Wenn man dann entsprechend wirklich die Abschlusspläne so einrichtet, dass halt enorme Stückzahlen geschossen werden müssen, sonst muss man halt eben entsprechend zahlen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann früher oder später entweder die Leute ihre Jagdscheine aufgeben und ihre Reviere entsprechend nicht mehr haben wollen und so weiter und so fort. Oder sie schießen halt eben entsprechend zu viel. Oder sie klagen. Da gibt es ja auch so schöne Beispiele von teilweise etwas lächerlichen Gerichtsverfahren, wo jemand der Meinung ist, weniger schießen zu müssen, als halt eben die Jagdbehörde angeordnet hat, aber lassen wir das mal außen vor. Also theoretisch geht das schon. Würde funktionieren, wenn man es umgesetzt bekommt. Dann sind die Rehbestände, Rotwildbestände entsprechend niedrig, dann gibt es auch keine Schäden mehr oder nur noch ganz wenig, dann wäre das Problem gelöst. Ob das jetzt aber wirklich eine gute Lösung ist, forstwissenschaftlich gesehen, so im Bereich der Wildtierforschung, Wildtierökologieforschung und so weiter und so fort, sind sich da die allermeisten Wissenschaftler relativ relativ einig, dass das wahrscheinlich schon eine gute Idee wäre. Ne? Mir ist es ein bisschen zu radikal. Ich verstehe die Argumente der Kollegen sehr wohl. Ich würde vorher aber nochmal ausprobieren wollen, das hat man jetzt auch noch nicht in dem Maß getan, ob es nicht vielleicht mit einer zwar Erhöhung der Strecke, aber Zusatzmaßnahmen eventuell auch getan wäre. Ne? Das sollte man vielleicht mal ausprobieren. Und die Sache, die sich ja der Deutsche Jagdverband entsprechend vorstellt, sind mehr Äsungsflächen und Rückzugsflächen für das Wild. Rückzugsflächen dafür, dass es sich halt ungestört irgendwohin zurückziehen kann, wo es dann auch wirklich nicht gestört wird, wo es dann weniger Energie verbraucht, weil es die ganze Zeit nur rumhockt und chillt sozusagen. Das heißt, es muss weniger fressen. Das heißt, es füttert auch weniger den Wald an, beziehungsweise geht weniger raus aufs Feld und füttert das Feld an. Und die zweite Sache wären halt Äsungsflächen, das wäre dann zum Beispiel eine Waldwiese. Auf der, ja, da muss man dann quasi fast schon jagen, wenn man dann überhaupt noch irgendwo was schießen will in der näheren Umgebung. Aber dass man einfach halt eben mitten im Wald so eine Wiese hat und da können sie hin und da finden sie jede Menge Futter, dann müssen sie gar nicht aus dem Wald raus in die Landwirtschaft, weil sie ja schon genug was Futter im Wald finden. Also quasi mit Lockfütterung, in Anführungszeichen, Lockangeboten, einfach weg von der Zivilisation. Und auch weg von den jungen Bäumchen, ne? Weil auf der Wiese gibt es saftige Kräuter, leckere Gräser und so weiter und so fort. Und dann müssen sie da gar nicht mehr großartig raus. Ne? Also das ist die grob umrissen die Idee vom Deutschen Jagdverband. Das kann man bei denen auf der Homepage auch in diversen Papieren so nachlesen. Manche Kollegen aus der Forstwissenschaft sind der Meinung, das bringt's nicht und funktioniert nicht. Ich persönlich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen voreilig, vielleicht sollte man da einfach noch mal ein bisschen mehr rumprobieren. Und man müsste halt dann einfach auch wirklich das Geld in die Hand nehmen, dass man halt eben dann diese Flächen zur Verfügung stellt. Weil momentan steht auf den meisten dieser Flächen Wald. Und ja, es ist auch noch mal ein Problem, der Wandel in der Art der Forstwirtschaft. Weil früher hat man Kahlschlag gemacht. Kahlschlag ist scheiße. Aber Kahlschlag führt dazu, dass wir erstmal eine Freifläche kriegen, wo jede Menge erreichbare Nahrung für Wildtiere wie Reh und Rotwild halt dann eben entsprechend erstmal zu finden ist. Und dann haben die da ordentlich Futter und dann müssen sie quasi nicht raus aus dem Wald. Und jetzt macht man keinen Kahlschlag mehr. Jetzt gibt es deutlich weniger Bodenvegetation, weil immer ein geschlossener Wald da ist, der halt eben aufgrund von Schatten dazu führt, dass auf dem Boden nicht viel wächst. Ja, wo sollen sie denn ihr Essen hernehmen, die armen Tiere? Wo sollen sie denn hin? Da können sie ja eigentlich nur noch raus aufs Feld. Oder wenn sie im Wald bleiben, können sie ja eigentlich nur noch Baumknospen futtern, weil andere Vegetation kommt ja unter Bäumen gar nicht hoch. Außer im Frühjahr. Und das Frühjahr ist halt eben immer nicht das ganze Jahr. Also das Argument kann ich schon nachvollziehen, auch wenn ich im Studium das so gelernt habe, dass mehr Rehe totschießen quasi die Lösung ist. Man müsste doch irgendwie einfach ein Zwischending finden können. Ne?
ja, nicht Rehe totschießen, aber auch diese Flächen mal einfach mal großflächig ausprobieren, über einen längeren Zeitraum. Und dann weiß man ja, ja, könnte funktionieren und so weiter. Und dann ist auch nochmal die Frage, muss denn zwingend unbedingt alles, also jede Baumart, die man auch nur irgendwie in den Wald stellen möchte, egal wie anfällig gegen Verbiss die ist, unbedingt ohne Zaun, ohne irgendeinen Verbissschutz wachsen können? Kann man denn nicht sagen, okay, ein gewisses Maß an Verbissschutzmaßnahmen müssen wir halt akzeptieren, um der lieben Tiere willen? Weil die haben ja auch eben das Recht, im Wald zu sein. Das ist halt auch einfach so eine Frage, die man sich stellen muss. Das kostet wieder Geld. Ne? Weniger Geld kostet es, alle totzuschießen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ein Ansatz, den ich mal gesehen habe, den ich gut finde, ist erstens mal weg von der Revierjagd hin zur Regiejagd, sprich ein großes, großes Jagdgebiet, und was du quasi kaufen kannst, ist ein Begehungsschein für, sagen wir mal, 900 Euro. Schmeißen wir jetzt mal in den Raum. Ein Jahr. 900 Euro. Das ist ein gar nicht so unrealistischer Preis. Dafür kannst du dann so viel jagen gehen, wie du möchtest, von jedem Hochsitz in diesem riesigen Gebiet, in dem du Bock hast. Musst du nur vorher anmelden, per SMS, per WhatsApp, per irgendeine moderne Kommunikationsform. Ich hätte gerne den Hochsitz 423, da bin ich heute Abend. Und das bedeutet, dass dann automatisch quasi in dem System, das kann man wunderbar programmieren, technische Lösungen gibt es da reichlich für, die Hochsitze gegenüber, wenn das zum Beispiel einer der oberhalb von einem Tal ist und auf der anderen Seite sind auch welche, dann werden die automatisch gesperrt, weil da schießt er ja rüber. Da kann man es ja nicht brauchen, dass sich beide treffen, sich zwei Jäger, ne? Ja, also das wäre zum Beispiel auch so ein Ansatz, der halt eben betrieben wird. Aus meiner Sicht sehr erfolgreich, wobei ich auch nur mit denjenigen geredet habe, die das Ding halt eben erfunden haben und demzufolge natürlich dafür sind. Aber da scheinen alle Jäger glücklich und zufrieden zu sein mit diesem System. Und der springende Punkt ist jetzt, man kann diesen Jahresbeitrag von 900 Euro auf 700 Euro, glaube ich, drücken, indem man sagt, ich wäre bereit, so und so viele Stunden, weiß ich jetzt nicht mehr, wie viele das sind, ich glaube 20, 30, irgend sowas, an ja, Hilfsarbeiten zu leisten im Rahmen vom Naturschutz. Und was viele Nichtjäger nicht wissen, es gehört beim Jägerdasein ja sehr wohl dazu, dass der auch noch so ein paar Naturschutzaufgaben wahrnimmt, zum Beispiel kleine Biotope anlegt, ein Loch in den Wald buddelt, wo sich dann ein Tümpel bilden kann, zum Beispiel. Bisschen Hecken stutzt oder Flächen, die nicht, sich nicht wieder bewalden sollen, entsprechend pflegt, indem er da kleine Fichten umsägt und so weiter und so fort. Ne, das sind alles so Aufgaben, die potenziell auch von Jägern gemacht werden, die sogar von Jägern gemacht werden sollen. Was wirklich so vorgesehen ist, das gehört zum Jägerdasein durchaus auch dazu. Ja, und eben im Rahmen dessen, dass das ein Jäger machen soll, hat er da die Möglichkeit, dass da dann sogar eben einen entsprechenden Rabatt auf seinen Begehungsschein zu bekommen. Und so ein Jäger, den man dann da hat für so eine Aufgabe, der ist zum Beispiel wunderbar geeignet, dass man dem ein Fässchen gibt mit zum Beispiel oder ein Täschchen gibt mit zum Beispiel Schafwolle, und damit zieht er dann los, und wann immer er eine junge Tanne findet, dann wickelt er da ein bisschen Schafwolle oben drum über die um die Terminaltriebsknospe, ne? Und dann kommt das Reh und will da reinbeißen und sieht Schafwolle, und dann geht das Reh weiter. Weil Rehe mögen keine Schafwolle. Da gibt es Parasiten und sowas. Zum Beispiel, man kann auch Hanf nehmen. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich Hanf ist, aber irgend so eine Faser, die so ähnlich aussieht. Und das da drum wickeln. Oder es gibt natürlich auch synthetische Lösungen. Es gibt auch so Farbe, so weißes Zeug, was man da drauf klatschen kann, das auch sehr umweltverträglich ist. Es gibt auch welche, das nicht so umweltverträglich ist. Aber das ist zum Beispiel eine super Aufgabe, wie ich finde, für die Jägerschaft. Einfach auch, damit die Jägerschaft sieht, ja, wie viele Tannen gibt es denn hier überhaupt? Werden das jetzt mehr? Bringt das denn was, so wie wir das jetzt machen? Das sind doch auf einmal mehr Tannen als dieses Jahr, als letztes Jahr, seit wir damit angefangen haben und sowas. Das ist auch deswegen eine gute Sache, weil dann halt der Jäger einfach einen anderen Bezug zum Wald auch bekommt. Weil normalerweise hockt er halt im Wald und guckt aufs Wild und nicht auf den Wald. Und so guckt er halt erheblich mehr auf den Wald und nicht nur aufs Wild. Aufs Wild gucken ist ja gut, aber vielleicht den Wald auch noch ein bisschen, oh. Das kann ja nicht schaden. Und ich finde, das persönlich ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Ansatz. Und dann kriegt der Jäger auch einfach ein besseres Gespür dafür. Haben wir denn hier überhaupt Wildschäden?
Beziehungsweise hat der Förster nicht vielleicht recht, wenn er sagt, wir haben zu hohe Wildschäden? Weil so die erste Eingebung, die man dann spontanerweise ja hat, wenn einem der Förster erzählt, man hätte zu hohe Wildschäden, dass man sagt, nee, ach was hier, so ein Quatsch, ich sehe so selten Rehe, wenn ich draußen bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass man vielleicht blöd draußen hockt. Tut mir nicht weh, aber es wäre zumindest vorstellbar. Ne? Ich kann das eh nicht beurteilen, aber vorstellbar wäre es ja. Was übrigens bei dieser Diskussion der Wildschäden fehlt, ist ein Aspekt, den ich neulich in der Zeitung gelesen habe. Nämlich, da ist irgend so ein Oberförster der Meinung, wenn der Waldumbau passiert ist, zum Beispiel in Bereichen, wo jetzt halt viel Nadelholz rumsteht und da viel Buche angepflanzt werden soll und die halt immer verfressen wird oder viel Tanne hin soll und die immer verfressen wird. Wenn die dann mal da ist, die viele Tanne, die da jetzt erstmal wachsen soll oder die viele Buche, danach gibt es ja auch wieder mehr zu fressen, weil das Nadelholz, das wächst ja deswegen gut, weil die Tiere das ja gar nicht mögen. Wenn man dann mehr Mischwald im Wald hat, dann finden die auch mehr zu fressen. Dann können sie auch halt eben einen gewissen Anteil der jungen Buchen, wenn es viele junge Buchen gibt, können sie ja auch einen gewissen Anteil davon durchaus auffuttern. Es ist ja nicht so, dass es per se nicht vorgesehen ist im Wald, dass Laubbäume verbissen werden. Natürlich werden Laubbäume verbissen. Das ist ja ganz normal und ganz natürlich. Aber das Problem ist halt einfach, dass es so wenig sind und alle nur super klein und deswegen halt ein bisschen Verbiss schon dazu führen kann, dass es überhaupt keine neuen Laubbäume gibt, die sich etablieren können. Was heißt ein bisschen Verbiss? Also halt ein bisschen viel Verbiss natürlich. Und wenn wir dann aber wirklich mal den Mischwald haben, so wie ihn der Förster gerne haben möchte, der immer mit den Jägern schimpft, dass sie mehr Tiere schießen sollen, dann sind höhere Wildbestände wiederum möglich. Dann gibt es mehr zu futtern. Und dann haben wir eigentlich den Effekt, den ja der Deutsche Jagdverband gerne haben möchte, eben mit der Erhöhung der Wildäsungsflächen, dass man da halt noch ein bisschen was Zusätzliches anlegt. Und ist der Mischwald dann erstmal da, dann braucht man vielleicht auch wieder weniger dieser zusätzlichen künstlichen Wildäsungsflächen. Ne? Also einfach dieses Denken in die Zukunft, diese nachhaltige Denkweise, dass man halt mal einfach in 20 Jahren sich die ganze Situation vorstellt. Das fehlt vielleicht ein bisschen bei der Jägerschaft und ist bei der Försterschaft etwas ausgeprägter, weil der Förster immer in sehr langfristigen Zeiträumen denkt. Ich auch. Das führt manchmal dazu, dass man mich schwer versteht, wenn ich zum Beispiel sage, oh ja, das ist ja bald. Das ist in 3 Jahren. Ja, das ist ja bald. egal. Dann haben wir gesagt, ein weiteres Problem, ja, ich weiß, es ist ein langes Video, besteht darin, dass wir zu viel Tierleid bekommen und zu viel Beunruhigung des Wildes. Ich meine jetzt durch die Jagd. Ne? Ob die vielen Spaziergänger im Wald das Wild noch zusätzlich beunruhigen oder nicht, das kann man an einer anderen Stelle diskutieren, habe ich im Übrigen auch schon getan. Lassen wir hier jetzt einfach mal außen vor, das sprengt sonst den Rahmen. Beunruhigung durch Jagd, meinen wir jetzt. So, wie kann man die reduzieren? Da ist ein Thema, was auch wieder erbittert diskutiert wird, die Verkürzung, aber Intensivierung der Jagdzeiten. Soll heißen, nicht mehr 9 Monate zum Beispiel im Jahr Jagdzeit, sondern 3. Und in diesen 3 aber volle Kanne. So richtig intensiv, so jeden Abend raus und alles, was einem vor die Flinte läuft, pang. Ne? Das wäre sozusagen die Alternative. Dass der ständige tröpfelnde Jagddruck weg ist. Ne? Weil die Tiere passen ja nicht weniger auf, wenn sich der Jagddruck übers ganze Jahr verteilt. Dann müssen sie ja pro Tag nicht weniger vorsichtig sein als maximal vorsichtig. Und wenn sie aber irgendwann lernen, okay, es kracht nur im Sommer beispielsweise, dann brauchen sie den Rest des Jahres überhaupt nicht damit rechnen, dass sie in irgendeiner Form bejagt werden. Außerdem, was viel diskutiert wird, ist halt eben, dass man zum Beispiel im Winter generelle Schonzeit auf alles einführt. Weil es im Grunde wurscht wäre, ob man nur Wildsau jagt. Das Reh hat ja trotzdem das Gefühl, oh, es kracht im Wald, ich muss trotzdem vorsichtig sein. Ne? Und damit wird das Reh ja trotzdem gestört, wenn es entsprechend kracht. Insbesondere ein Reh, das gelernt hat, dass Krach gleich Tod bedeutet. Deswegen ist das halt wirklich was, was im Rahmen der Forstwissenschaft wirklich nahezu Konsens ist, dass eine Verkürzung eben dieser Jagdzeiten eine gute Idee wäre, eine
Verkürzung und Intensivierung entsprechend der Jagd. Wie viel man dann da schießen muss, da möchte ich nach wie vor nicht unbedingt mit meinen wissenschaftlichen Kollegen so ganz d'accord sein. Aber diese Verkürzung, das halte ich persönlich für eine gute Idee. Hat aber halt auch natürlich den Nachteil, dass man halt nicht mehr über das ganze Jahr über, was für den Freizeitjäger, was nicht abwertend gemeint ist, schon natürlich einen Nachteil darstellt, dass der nicht dann, wenn er halt gerade mal Lust hat, rausgehen kann, ein bisschen jagen. Und wenn nichts anderes geht, dann kann er immerhin noch auf Schwarzwild jagen. Also er kann quasi immer rausgehen und zumindest irgendwas jagen. So, und das hat er dann halt eben nicht mehr, wenn wir sagen, generell darf nur gejagt werden von März bis August, was weiß ich. Sucht euch irgendeine Zeit aus. Ich kenne mich damit in Jagdzeiten, kenne ich mich auch nicht aus. Das weiß ich nicht auswendig, was wann wie offen ist und so weiter. Das könnte dann nämlich auch dazu führen, dass halt eben in der Zeit, wo sie nicht bejagt werden, wenn sie das dann gelernt haben, dass sie in der Zeit nicht bejagt werden, sie auch tagaktiv sind und nicht nachtaktiv. Womit wir dann wieder bei dem Problem mit den Wildunfällen wären. Ne? Und ist es für die Tiere vom Leitfaktor, von einem guten Leben für die Tiere wichtig, dass sie das ganze Jahr, dass sie nur kurzfristig bejagt werden, finde ich nicht. Da bin ich ganz anderer Meinung. Also wenn wir jetzt nur den Tierleitfaktor quasi im Auge behalten, Beunruhigung ist was anderes, aber wenn wir nur den Tierleitfaktor im Auge behalten, dann ist es, glaube ich, Wurst, ob sie das ganze Jahr über bejagt werden, ob es überhaupt schon Zeiten gibt, weil es ist ja das natürliche Verhalten dieser Tiere, mit Feinden rechnen zu müssen. Wenn zum Beispiel irgendwann das Reh wegen über Jahrzehnte von überhaupt niemandem nachgestellt wird, dann lernt das ja irgendwann, dass es überhaupt keine Feinde gibt. Und das ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch keinesfalls das natürliche Verhalten dieser entsprechenden Tierarten. Man müsste dann also auf jeden Fall auch noch Raubwild entsprechend in den entsprechenden Wäldern haben. Und das ist dann auch mal wieder ein ganz anderes Problem, weil die halt riesige Waldareale brauchen und die haben wir halt entsprechend nicht. Also die dann notwendige Anzahl an Raubwild kann man hier gar nicht ansiedeln. Dass dann wirklich jedes Stückchen Wild sich quasi ständig in Gefahr fühlt. Was die natürliche Verhaltensweise dieser Tiere ist. Ne? Also wer jetzt hingeht und sagt, ja, aber dann haben die Friede, Freude, Eierkuchen, das hat nichts mit Natur zu tun. Das ist bloß was, was wir vielleicht gut finden. Aber die Natur hat nicht vorgesehen, dass irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen im Wald herrscht. Also den Trugschluss da bitte nicht drauf reinfallen. Das natürliche Verhalten eines Fluchttieres ist vorsichtig sein, unter Stress stehen und mit Feinden rechnen. Das ist ganz normal. Nicht schlecht. Normal. Ja, dann das Thema zum Tierleid reduzieren. Aufbaukurse, Fortbildungen und so weiter und so fort. Also quasi aus jedem Jäger einen besseren Schützen machen. Das haben wir schon angesprochen. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, dass das hier jetzt natürlich auch eine Rolle spielt. Aber müssen wir nicht nochmal darüber reden. Ja, und auch all die anderen Sachen, die wir halt schon entsprechend angesprochen hatten. Das Problem mit den alten Jägern. Die Schwierigkeit zum Beispiel, die Nachsuche vernünftig durchzuführen. Dazu wird zum Beispiel diskutiert, dass man vielleicht irgendwelche verbindlichen Verträge mit den Hundeführern abschließt. Dass die also quasi rechtlich bindend die und die Zeit zuständig sind, halt die Nachsuche zu unternehmen, wenn irgendwas braucht. So ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr sozusagen, nur halt eben entsprechend im Wald. Ich sehe das ein bisschen deswegen auch noch als Problem, weil Hundeführer knapp werden. Man muss wirklich saulange mit so einem Hund trainieren, bis der ein absolut zuverlässiger Jagdhund ist. Und dann hat er halt eben eine Lebenserwartung, die ist nicht unbedingt jenseits von Gut und Böse, sondern halt eben dann nochmal so 5-6 Jährchen, die man den dann vernünftig einsetzen kann. Und danach ist er Rentnerhund. Und davor muss man in 2 Jährchen trainieren, wenn es dumm läuft. Ich kenne mich da nicht aus mit den genauen Zahlen. Aber das ist einfach ein Mordsaufwand. Man macht dann, während man den Jagdhund ausbildet, nichts anderes quasi. Das muss man schon wollen. Und da muss man dann halt eben auch akzeptieren, dass das nicht jeder will. Da muss man halt leben. Und deswegen sind Hundeführer was Seltenes. Das ist so. Also auch was Wertvolles. Und da muss man mit denen schon gut umgehen. Und dass man dann vielleicht nicht unbedingt denen irgendwelche Strafen aufdrücken möchte, wenn sie gerade mal keinen Bock oder keine Zeit haben, zur Nachsuche zu erscheinen, weil man der einzige Hundeführer im Umkreis von 300 Kilometern ist, das kann ich dann irgendwo aus Sicht des Hundeführers durchaus nachvollziehen. Und nee, vielleicht sollte man dann, weiß ich nicht, irgendwelche super tollen Kurse bei wirklich hervorragenden Jägern machen,
wie man Nachsuche ohne Hund betreibt. Das geht ja theoretisch auch. Da bin ich aber zu wenig in der Praxis, um jetzt sagen zu können, wie schwer das eigentlich ist. Es ist sicherlich schwer. Es ist mit Sicherheit schwer. Wie schwer? Ob es fast unmöglich schwer ist oder ob es einfach nur wahnsinnig schwer ist. Aber alles auf den Hundeführer abdrücken, das ist sicherlich auch nicht die Lösung. Bin durch. Mehr steht hier nicht in meinem Büchlein. Ne? Sind bloß 2 Seiten, über die man aber sehr lange diskutieren kann. Ja, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Es ist natürlich wirklich ein sehr langes Video, aber es ist ja auch ein komplexes Thema. Und ich wollte auch wirklich mehr oder weniger alle gebräuchlichen Dinge, die diskutiert werden, hier ansprechen. Kann sein, dass ich noch den einen oder anderen vergessen habe. Dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, was da noch für Sachen gibt, die wahrscheinlich eine richtig gute Idee vielleicht eventuell darstellen könnten. Ich bin, wie gesagt, gespannt und ich hoffe, es fühlt sich niemand allzu sehr auf den Schlitz getreten. Ich möchte nochmal betonen, es sind einfach Dinge, über die man nachdenken muss, über die man ein bisschen diskutieren muss. Gar nichts machen ist sicherlich eine blöde Lösung. Irgendein Kompromiss zwischen nichts und alles totschießen, das halte ich für eine gute Idee. Ne? Und überhaupt, dass ich der Meinung bin, dass man nicht alles totschießen sollte, ist ohnehin eine Seltenheit unter uns Forstwissenschaftlern. Wir lernen das nämlich alle so an der Uni. Alles totschießen! Also wir lernen das nicht alle, aber zumindest die Dozenten vertreten meistens diese Meinung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht betüxen. Und lauscht dem Bächlein. Bevor ihr einen Kommentar schreibt, lauscht noch ein bisschen dem Bächlein. Ja, das ist wichtig. Erst dem Bächlein lauschen. Ich habe die Klangteile nicht dabei. Ich gehe mal weg und ihr könnt dem Bächlein lauschen.